Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2 mit Roarclay, mit unserem gigantischen Schwert, was einfach nur abartig gottgleich ist. So, wir suchen weiter nach dem Weg und ich habe ein bisschen nachgelesen, habe gelesen, dass ein gewisses Pferd nur optional war. Ja, dachtest du. Und ja. Dementsprechend gucken wir uns hier ein bisschen um. Hier waren wir ja schon mal. Hier ist eine nicht vorhandene Brücke, beziehungsweise eine Brücke, die nicht bei uns ankommt. Du bist tot, wollte ich dir mal sagen. Und ja. Ist das da oben die Brücke? Ich hab echt keine Ahnung. Aber hier geht's irgendwo rein. Und ein Hebel! Wow. Und Assassin. Den Hebel betätigen. Ja, dass es ein Hebel ist, sehen wir auch ein bisschen. Da ziehen wir auch direkt mal dran. Lol. Lol. Schnell rausgucken. Tatsache, das war die Brücke. Da gehen wir auch direkt mal lang. Oh, Freude. Hier geht's weiter. Ja, ich sagte, oh Freude. Aber oh Freunde geht auch. Was ist verschlossen? Nein! Nein! Das kann nicht wahr sein. Das Leuchtfeuer. Lasst es nicht verschlossen. Nein! Das ist. Okay, gehen wir mal hier so lang. Oh nein, Skelette. Und meine Stoppuhr. So, da ist die doch. Von was war nochmal dieses Gekicher? Ich glaube, wir haben dem hier damit gerade gesagt, dass. Nein, Necromancer. Nekromantie. Liebe Freunde. Aber der hat gerade eh kein Interesse an uns. Ach, und wir nicht an den. Alter, da müssen wir doch irgendwie hinkommen können. Sollen wir da. Müssen wir irgendwie so rein, dass wir von hinten da drauf können und dann die Tür von innen öffnen können? Wäre ja nichts Unübliches in Dark Souls. Boah, stimmt doch. Das ist wirklich arschunpräzise. Da wird noch. Da ist noch Gewöhnungsbedarf. Leichter. Schlüssel wird benötigt und dann versucht. Tolle Aussicht. Ja, wunderbar. So, du wirst erstmal niedergeknüppelt. Tschüss. Und dann suchen wir mal den dazu passenden Necromancer. Ach nein, hier ist so ein verflucht Scheiß. Boah, die haben wir kaputt. Dann hat sich das hier auch erstmal geregelt. Also wie es sich anhört, sind davon noch mehr da. Und tschüss. So. Da ist doch ein Necromancer. Leute wie dich sehen wir hier nicht gerne. Sehen nicht gerne oder sehen wir nicht gerne? Sind doch ein paar mehr als gedacht. Bah! Aber mit diesem Schwert ist das überhaupt kein Problem. Alter Vater, haben wir rein. Die haben echt überhaupt kein bisschen Chance. Boah, jetzt siehst du schon wieder so ein. Da, fick dich. Nicht hier. Bei den ganzen Trollversuchen könnte ich mir aber schon fast vorstellen, dass es doch hier sein könnte. Ging schon auf. Ne, schau. Ich
Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du hier aufmachen würdest. Da ist so ein Hebel. Siehst du den? Ja, den willst du doch auch öffnen. Ja, genau der! Sinnlos voraus, versucht umkreisen. Okay. Am liebsten würde ich schon ein erstes Flakon schlucken. Na komm. Müssen wir nur halt mit dem einen sehr vorsichtig sein. So, hier geht's weiter. Das kommt mir doch schwer bekannt vor. Nein, es ist in Gefahr. Das kann doch nicht sein, wir müssen da irgendwie reinkommen zum Leuchtfeuer. Ich guck mal kurz, haben wir irgendwas... Wie die Skelette da einfach liegen. So. So, ist hier irgendetwas? Da muss irgendetwas sein. Auf der Brücke. Hier. Gebet mir einen Schlüssel und ich sei zufrieden. Es kann nicht wahr sein. Hier muss es einen Schlüssel irgendwo geben. Hurra für Leuchtfeuer, ja schön. Ich brauche erstmal den Schlüssel. Bohnenstange. Ich gehe mal kurz zurück. Ist hier vielleicht ein dieser Häuslein, bei denen ich da was übersehen habe? Ein Item, das uns fehlt. Eine Kleinigkeit, die uns von Nutzen sein kann. Irgendetwas. Dietrich. Hier ist so ein scheiß Giftvieh. Und einen Bogen haben wir jetzt auch nicht, aber hier ist auch kein Schlüssel. Es kann nicht sein, dass nur wir den Schlüssel übersehen haben. Auf die Schnelle wird mir jetzt nur eine Stelle, die wir noch nicht angeguckt haben, einfallen. Aber da müssen wir hier rüber. Boah, die Geist und Geräusche nicht gut für mein Herz. Wobei ich leider an niedrigem Blutdruck, deswegen ist es mehr oder weniger schon okay. Boah, wäre ich jetzt runtergefallen, ich hätte mir so in den Arsch gebissen. Boah, das kann nicht wahr sein. Ich will mir erzählen, dass wir hier gerade hart am Stinken sind. Aber damit habe ich jetzt aber... Das hatte ich jetzt nicht mal auf den Sturm. Dass da Hollows kommen und halt einmal der Big Boss. Das hatte ich echt jetzt nicht mal auf dem Sturm. So, entweder der kommt jetzt wieder von irgendwo. Oder er lässt es. Aber da ist er ja schon. Und tot ist er auch schon. Das macht die Sache einfach nur besser. Wobei besser. Wir brauchen immer noch einen gewissen Schlüssel, scheinbar. Gewissen? Gewisses? Gewissen? Welches Gewissen? Das kann nicht sein. Einfach. Meh. Meh. Das. Weh, jetzt beginnt darum zu bellen. Bin schon deprimiert genug, dass wir die Scheiße hier nicht finden, aber. Ohne Witz. Kommt da noch ein Schlüssel, oder? Boah, und der Hund soll die Schnauze halten. Ich hasse Hunde. Dementsprechend hasse ich auch ihr Bellen.
Hängt da irgendwo. Müssen wir gegen irgendwas schlagen, damit es runterfällt, ein Schlüsselchen. Wir sind wie hier so entlang. Boah, der soll die Schnauze halten. Bogenschütze. Bärtige alte Männer. Also da wären wir jetzt rausgekommen. Also gehen wir den Pfad jetzt auch erstmal weiter. Dieser Weg wird kein leichter sein. Erschreck mich doch nicht so. Du minderbewusstes Stück Scheiße. Hab ich dich. Boah, ein Überfall. Link. Link seid ihr. Jetzt komm, hau. Naja, noch nicht mal das kannst du richtig. Item, sei ein Schlüssel. Ja! Boah, ihr wisst nicht, wie schnell ich jetzt wieder zurück sein werde. Das hier war schneller. War eigentlich auch schon fast angenehmer. Wobei, jetzt gleich können wir wahrscheinlich uns wieder mit dem Necromancer kloppen. Ja. Ja. Tür ist offen. Leuchtfeuer gehört uns. Da sitzt jemand. Bevor wir irgendwas machen, machen wir den hier. Hauen den raus. Nimm das Schwert. Und sprechen mit dir. Who are you? I thought you were that bastard for a moment. You've set me free. Now I can find him. The cheeky prick. He won't know what hit him. Wieso habe ich das Gefühl, dass er von Patches verarscht worden ist? I am Crichton of Myra. I travel from land to land to hone my blade. I've heard this land was full of danger. I thought it would suit me perfectly. I joined forces with a man on the way. He was no more than a backstabbing knife. Mein Gefühl wächst. He took the first chance he had to try and off me. I decided to set a trap for him here. But then I got trapped myself. Das ist Dummheit. I can't believe that I was so dense. Thank the stars that you came along. Sprechen wir weiter mit dir. You be careful of him. Pate, I think he said. Ja, Patches. He wears this rather unusual ring. You know it when you see it. Ich kenne den schon. He's seen his type before. He kills entirely for the pleasure of it. I'm sure I won't be his last victim. The man's better off dead. I tell ya. He's a slick talker. So don't let him fool ya. Das wissen wir alles. Pate, the man with a strange ring. Watch out for the slimy rat. And don't you believe a word he says. Wissen wir, wir sind selbst schon in seine Gefalle geraten. And put an end to his roguery. Werdet mir nur nicht zum Hollow. Eine Gäste haben wir. Siegerfaust. Freude. Okay, was ist die Y-Ta? Ah. Yeah, yeah, yeah. Oh ja. Die Gäste ist nett. Jetzt ist die Frage, nehmen wir den Durchgang oder den Durchgang? Ja, wir gehen mal hier lang. Weil ich habe keinen Bock auf rasante Untoten-Action. Wobei hier ist alles untot. Hier gibt es nichts, was nicht untot ist. Immer diese Logik in Dark Souls, weil diese Pfeile so stark sind. Da habe ich auch schon von wieder Tylock erfahren, dass er mit dem er benutzt einen Bogen auch. Der macht einfach so viel Schaden angeblich, dass die Gegner schon sterben, bevor sie an ihm ankommen. Weißt du, wobei. Ich gehe mal hier lang.
Ja. Ja. Okay, da habe ich gerade einen YOLO-Jump gemacht. Boah, wie viele sind hier? Boah, ich muss vorsichtiger mit dieser Waffe umgehen. Sonst bringe ich mich noch selbst um. Giftige Wurfmesser. Hier geht's auch dann wieder runter. Ja, da wir keine Seelen bekommen. Wow, das war knapp. Okay, wir werden invasiert. Wunderbar. Gnadenlose Ru. Ich hoffe, das ist ein NPC. Nach dieser unfairen Kampfweise zu urteilen, will ich mal sagen, nein. Oh, Kacke. Da haben wir... Fast! Nee, das war kein Gebiet für unsere Waffe. Nee, nicht unsere Schuld. Wir hatten einfach nur einen kleinen Nachteil. Boah, wir haben den fast gekriegt, Und der Typ ist schon über alle Berge, wie es aussieht. Ah, ich vergesse immer, dass Mobs nachspawnen. Das ist doch unfassbar dämlich. Oh Gott. Okay, blocken, draufhauen. Schild hoch. Ich hasse die, weil die vom Sitzen eigentlich schon angreifen. Hoffentlich kommt der Typ jetzt nicht nochmal. Weil er weiß dann, wie wir draufhauen. Uns könnte ärgerlich werden. Ärger und Licht. So, nichts mit draufhauen, aber da kommt ja noch einer. Boah, entweder haut der schnell zu oder wir echt langsam. So, bei dem warten wir jetzt nur noch, bis er den macht. Und dann springen wir. Und gehen dann. Das gibt's doch nicht schon wieder. Ich krieg die nicht. Boah, fick dich! Nein! Kann nicht mal ein behinderter andere Spaß da lang gehen? Alter! Boah, jetzt ist schnell Durchgang. Ah ja, du bist auch so ein Murloc. Boah, dieser scheiß Bogenschütze. Boah, jetzt bin ich angepisst, Boah, ja, fick dich! Hier. Spüre meine Missgunst. Eigentlich ist das voll sinnlos, dass wir da hochgehen. Bleiben wir einfach hier. Wenn jemand runterspringen möchte, soll es machen. Ich hab doch geblockt. Jetzt komm. Bam, Junge. Ach Gott. So, ein bisschen beruhigen. Und wir werden wieder invasiert. Ich weiß nicht, wie viele Invasionen ich noch standhalten könnte. Das gibt's doch nicht. Nein!
Der ist so schnell und stunt uns jedes Mal. Deine Mutter! Aber Invasoren töten lohnt sich kaum. Wir sehen eine nette Nebelwand. Gibt's hier ein Leuchtfeuer? Ja, nee. Aber ein Shortcut. Das springt mir doch sofort ins Auge. Wie ich jetzt auf Shortcut komme, der stand da vorhin. Versuch's mit umrunden. Umrinden oder keine Ahnung was. Scheiße, nein. Easy, ich hab doch... Fick dich! Ohne Witz jetzt.